Ja, ich begrüße alle meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur aktuellen Sitzung, in der wir uns mit der Freiheitstheorie Karl Leonhard Reinholds befassen werden. Die Frage, die wir uns stellen werden, ist die, wie Reinhold in dieser sehr komplexen Freiheitsdebatte einzuordnen ist und inwiefern er diese Debatte voranbringt. Wir sind ab und zu schon auf Reinhold zu sprechen gekommen. Ich darf erinnern an eine Stelle in Fichtes Kreuzer-Rezension, wo er Reinhold ausdrücklich Recht gibt hinsichtlich seiner Bestimmung des Willens, genauer gesagt der Willkür. Ich mache oben rechts dazu einen Link rein und ich zeige jetzt mal ein Bild, wie Reinhold aussah. So sah er aus und er hat eine Schrift geschrieben, verfasst, die Briefe über die kantische Philosophie. Eine ganze Reihe von Briefen, die er schon vorher begonnen hatte. Und aus diesen Briefen lesen wir jetzt einen Brief, der sich mit der Willensfreiheit befasst. Noch ein bisschen was zur Biografie von Reinhold. Er wurde in Wien zunächst bei den Jesuiten, dann bei den Barnabiten, das sind also Orden, zum Priester ausgebildet. Er verließ dann Wien und wechselte 1784 ins protestantische Weimar. Man sieht, Reinhold war sehr flexibel in seinen Lebensbewegungen, auch in seinen Denkbewegungen, wie wir noch sehen werden. Er veröffentlichte ab 1786 seine Briefe über die kantische Philosophie, in denen er Kants Philosophie einem breiteren Publikum verständlich machen wollte. Diese Briefe waren ein großer Erfolg. Man kann sagen, dass Reinhold überhaupt erst Kants Philosophie unter die geistige Situation, die Menschen der Zeit gebracht hat. Es war sozusagen so eine Art Bestseller. Man könnte auch sagen, Kant leicht gemacht so ein bisschen. Er hat ihn jetzt nicht simplifiziert, aber er hat ihn in einfachere Sprache und nicht so kompliziert der geistigen Generation seiner Zeit, auch der jüngeren Philosophen, näher gebracht. Und er wurde dann 1787 Professor für Philosophie in Jena und wechselte einige Jahre später nach Kiel. Also man sieht, von Wien nach Kiel, das ist nicht der nächste Weg. Und genauso verhält er sich auch mit seinem Denken. Er vertrat im Laufe seines Lebens ganz verschiedene philosophische Positionen und Systeme. Deswegen hat man auch Reinhold häufig vorgeworfen, er hätte keine wirklich eigene Theorie, kein eigenes System entwickelt. Wenn man es vergleicht mit anderen Denkern seiner Zeit, zum Beispiel Fichte, der eigentlich immer wieder am selben Grundgedanken weitergesponnen hat, dem der Subjektivität, da ist dann doch Reinhold viel flexibler, sagen wir mal. Er hat sich am Anfang sehr stark mit der Aufklärungsphilosophie befasst und dann ganz stark auch mit dem Subjektbegriff wie Fichte, also das Ich, hat eine Philosophie ohne Beinamen verfasst. Damit meinte er, er wollte so diese Einheit der Philosophie darstellen, also nicht theoretische, nicht praktische Philosophie, sondern die Philosophie als solche, hat dann einen Satz des Bewusstseins aufgestellt in dieser Zeit in Jena und in Kiel hat er dann eine ganz andere Philosophie vertreten, eine Art Sprachphilosophie. Also man sieht, er war sehr flexibel und er hat auch als Vermittler eine große Rolle gespielt. Ja, was können wir noch zu ihm sagen? Wir haben ein paar Leitfragen. Inwiefern grenzt sich Reinhold hinsichtlich der Bestimmung des Willens und der Willensfreiheit von Kant ab? Eine weitere Frage, wie kann man Reinholds Begriff des Grundvermögens verstehen? Das sagt er nämlich über die Freiheit. Sie sei ein Grundvermögen. Eine weitere Frage, wie bestimmt Reinhold den Begriff der Willkür? Dieser Begriff ist schon ein paar Mal aufgetaucht und wir müssen ihn genau bestimmen. So viel zu diesen Fragen und jetzt gehen wir mitten in die Texte hinein. Wie gesagt, aus den Briefen über die kantische Philosophie, zweiter Band. Er sagt, alle bisherigen philosophischen Systeme und alle metaphysischen Begriffe ohne Ausnahme stehen mit dem richtigen Begriffe von der Freiheit im geraden Widerspruche. Auch die Kritik der reinen und der praktischen Vernunft von Immanuel Kant hat diesen Begriff nur angedeutet, keineswegs aber mit denjenigen Merkmalen aufgestellt, die seinen Gegenstand von allen anderen unterscheiden.
Sie hat noch keine Erklärung davon geben können, weil sie dieselbe nur erst möglich machen konnte und musste. Und der Übergang von dieser nun vorhandenen Möglichkeit zur Wirklichkeit ist durch die meisten hierher gehörigen Schriften der Freunde der kritischen Philosophie viel mehr erschwert als erleichtert worden. Diesem Zitat finden wir schon so ein paar wichtige Stellen. Einerseits geht jetzt hier Reinhold auf die Kritik der reinen Vernunft ein und die Kritik der praktischen Vernunft. Ich mache oben rechts einen Link erst rein zur Kritik der reinen Vernunft, wo wir es mit der transzendentalen Freiheit zu tun hatten. Und dann mache ich oben rechts noch einen Link rein zur Kritik der praktischen Vernunft, wo wir es mit dem Thema der praktischen Freiheit zu tun hatten. Also das hier ist die transzendentale Freiheit. Freiheit und das hier ist die praktische Freiheit oder auch moralische Freiheit. So, er sagt also, in diesen Kritiken wurde der Wille, ja, darum geht es ihm ja, um den Willensbegriff, der wurde da nur, oder auch die Freiheit, der Freiheitsbegriff wurde dort nur angedacht, ja, also nur angedeutet, aber nicht richtig bestimmt. Genauer gesagt, er wurde nicht erklärt, sondern er sollte nur möglich gemacht werden. Freiheit sollte nur als denkmöglich ausgewiesen werden. Das trifft sicherlich auf die Kritik der reinen Vernunft zu, dass es Kant hier nur um die Denkmöglichkeit der Freiheit ging. Ob es auch auf die Kritik der praktischen Vernunft zutrifft, das ist die Frage, weil Kant hier doch noch stärker die Wirklichkeit der Freiheit als ein Faktum der Vernunft ins Zentrum stellt. Ja, und dieser Übergang von der nun vorhandenen Möglichkeit zur Wirklichkeit, den möchte Reinhold jetzt wirklich vollziehen. Und er sagt jetzt, die Freunde, das ist eine ganz beliebte Wendung beim Freunde der kritischen Philosophie, er sagt auch Freunde der kantischen Philosophie, die hätten dabei nicht sehr geholfen. Also die hätten Kants ursprüngliche Einsicht eher verdunkelt, als dass sie sie klar gemacht hätten. Wer ist jetzt dazu zu zählen? Mit Sicherheit Karl Christian Erhard Schmid. Ja, das ist der Denker des intelligiblen Fatalismus. Und da mache ich auch hier oben rechts einen Link rein. Das war diese provokative Theorie, der Fatalismus. Die Theorie, dass wir nur im Guten frei sind und im Bösen nicht. Da hat auch Fichte dagegen polemisiert, da mache ich auch oben rechts seine Kreuzer-Rezension rein. Also diese Freunde der kritischen Philosophie, die Freunde der kantischen Philosophie, die haben dabei nicht sehr geholfen. So, das ist diese, das ist jetzt diese Diagnose. Ja, gehen wir weiter. Die dem Bewusstsein so nahe, aber vielleicht eben darum der Spekulation bis jetzt so ferngelegene Unterscheidung zwischen der unwillkürlichen Forderung und der willkürlichen Befriedigung, die beim Wollen stattfindet, öffnet den Weg zu diesem Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit, den ich bereits zurückgelegt zu haben glaube, wenn ich mir den Willen als das Vermögen der Person denke, sich selbst zur wirklichen Befriedigung oder Nichtbefriedigung einer Forderung des Begehrens zu bestimmen. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen aufpassen, was meint jetzt hier Reinhold mit der unwillkürlichen Forderung und der willkürlichen Befriedigung. Das sind also zwei Momente, die beim freien Wollen stattfinden. Man kann hier noch beim Freien hier noch einfügen. Ja, also es hat immer etwas Unwillkürliches, was fordert, und es hat was Willkürliches, was befriedigt in der freien Entscheidung, also beim Wollen, beim effektiven Wollen. Man kann jetzt sagen, wenn wir eine unwillkürliche Forderung haben, dann sehen wir uns konfrontiert mit etwas, zu dem wir uns verhalten müssen. Also wir haben zum Beispiel einen Trieb hier. Ja. In uns regt sich ein Trieb oder das Sittengesetz macht sich bemerkbar. Also wir haben eine moralische Aufforderung. Das sind jetzt für Reinhold unwillkürliche Forderungen. Das heißt, sie sind nicht zunächst mal von uns selbst
willentlich hervorgebracht, sondern sie richten sich an uns und wir müssen auf sie reagieren. Man könnte diese unwillkürliche Forderung auch als First Order Desires bezeichnen, nach Harry Frankfurt. Oder Willenstendenzen erster Ordnung. Weil jetzt kommt noch die willkürliche Befriedigung hinzu. Das heißt, wir können uns jetzt dazu verhalten, von einer zweiten Order, zweiter Ebene, und zwar Volitions. Also das ist dann die willkürliche, die frei gewählte Befriedigung oder Nichtbefriedigung oder Nichtbefriedigung dieser unwillkürlich in uns auftretenden Forderungen, sei es eines Triebes. Reinhold spricht gar nicht vom Sittengesetz, er spricht vom eigennützigen Trieb. Das wäre der Egoismus, oder vom uneigennützigen Trieb, das wäre das Sittengesetz. Jedenfalls, wir müssen uns dazu nochmal verhalten. Und erst dann sind wir frei. Wenn wir uns dazu reflexiv verhalten, sprich dem Trieb nachgehen, dem Sittengesetz folgen oder eben nicht. Und das ist nach Reinhold die wirkliche Freiheit der Person. Und Reinhold wirft jetzt Kant vor oder den Freunden der kantischen Philosophie, diese Unterscheidung nicht genug vorgenommen zu haben. Über diese Freiheit, die nichts als die Unabhängigkeit der praktischen Vernunft von allen Bestimmungsgründen durch Lust und Unlust ist und welche zwar zur Freiheit des Willens gehört, aber keineswegs dieselbe allein ausmacht, habe ich in den meisten hierher gehörigen Schriften der Freunde der kantischen Philosophie Äußerungen angetroffen, die mich nichts anderes vermuten lassen, als dass dieses einzelne Merkmal der Freiheit von diesen Schriftstellern für die ganze Freiheit gehalten wird. Also, Reinhold kritisiert jetzt, dass es eine Freiheit gibt, die als die Unabhängigkeit der praktischen Vernunft von den Bestimmungsgründen durch Lust und Unlust bestimmt wird, die von den Freunden der kantischen Philosophie, also zum Beispiel von Schmid, als die gesamte Freiheit, die ganze Freiheit gehalten wird. Diese Freiheit, von der er hier spricht, die Unabhängigkeit von der praktischen Vernunft, von allen moralischen Bestimmungen, von allen Bestimmungsgründen, das ist die moralische Freiheit. Freiheit. Ja, das ist die Freiheit, die die reine praktische Vernunft besitzt. Nur, sagt jetzt Reinhold, wir haben als freie Personen, freie Individuen nicht nur die Freiheit zum moralisch Guten, sondern wir haben auch eine unmoralische Freiheit. Wir können uns auch gegen die Forderung des Sittengesetzes oder nach seiner Terminologie des uneigennützigen Triebes bestimmen. Und die Freunde der kantischen Philosophie, sagt jetzt Reinhold, die haben sich zu sehr auf die praktische Freiheit, also nur auf die Freiheit zum Guten konzentriert, die Freiheit der reinen praktischen Vernunft. Und die haben diese Schattenseite oder die Alternative nicht genug berücksichtigt. Aus der Verwechslung, sagt Reinhold weiter, der zwar selbsttätigen, aber nichts weniger als freien Handlung der praktischen Vernunft, die nichts als das Gesetz, das Sittengesetz gibt, mit der Handlung des Willens, der nur dadurch als der Reine handelt, dass er dieses Gesetz frei ergreift, muss nichts Geringeres als die Unmöglichkeit der Freiheit für alle unsittlichen Handlungen erfolgen. Sobald einmal angenommen ist, dass die Freiheit des reinen Wollens lediglich in der Selbsttätigkeit der praktischen Vernunft besteht, so muss man auch zugeben, dass das unreine Wollen, welches nicht durch praktische Vernunft bewirkt ist, keineswegs frei sei. Wirklich hat einer der vorzüglichsten Schriftsteller aus der kantischen Schule gegen Kant zu beweisen versucht, dass bei den unsittlichen Handlungen nicht etwa bloß der veranlassende, sondern auch der bestimmende Grund des Wollens außer der Person aufzusuchen und der Wille nur in den sittlichen Handlungen allein frei sei. Also, Sie können sich denken, wer das ist, von dem er hier spricht. Wer ist der vorzüglichste Schriftsteller der kantischen Schule? Natürlich wieder Karl Christian Erhard Schmid. Ja, der hat gesagt, bei den unsittlichen Handlungen, also bei den bösen Handlungen,
ist der bestimmende Grund des Wollens, also die Willkür, die ist außerhalb der Person auszusuchen, nämlich ein Hindernis. Das ist ein Hindernis der rein praktischen Vernunft. Und deswegen sind wir nur in den sittlichen Handlungen frei, wo uns kein Hindernis entgegensteht. Also er kritisiert die kantischen Denker, also die Schriftsteller der kantischen Schule, die Freunde der kantischen Philosophie, die hätten die reine praktische Vernunft verwechselt mit der Handlung des Willens. Und Reinhold kritisiert, dass dabei die individuelle Entscheidung zu kurz kommt. Die Entscheidung für oder gegen das Sittengesetz. Lesen wir das nächste Zitat. Die kantischen Schriften haben den bestimmten Begriff, der das logische Wesen des Willens enthält, nur erst vorbereitet, keineswegs schon geliefert. Sie beschreiben den Willen bald durch dieses, bald durch jenes Merkmal, das zwar denselben jedes Mal nach der Rücksicht, in der von ihm die Rede ist, bestimmt genug bezeichnet, aber welches in anderen Rücksichtigen gebraucht, ihn mit anderen Dingen vermengen würde. Kants Äußerungen von dem Willen sollten seiner Absicht nach immer nur eine gewisse Bestimmung des Willens, die mit anderen zum Wesen desselben gehört, nie aber das Wesen selbst ausdrücken. Wenn er daher den Willen bald Kausalität der Vernunft, bald ein Vermögen nach Prinzipien oder nach der Vorstellung der Gesetze zu handeln, bald ein Vermögen etwas gemäß einer Idee hervorzubringen nennt, so ist es seine Schuld nicht, wenn diese Redensarten, die als bloße Expositionen von ihm gebraucht, völlig wahr sind, von seinen Schülern zu Definitionen erhoben und eben dadurch schlechterdings unwahr werden. Also, was fällt hier auf? Reinhold möchte jetzt Kant erstmal in Schutz nehmen. So ist es seine Schuld nicht. Kant selbst, sagt Reinhold, hat jetzt keinen intelligiblen Fatalismus vertreten, weil er den Willen und die Freiheit gar nicht richtig definiert hat, sondern erst vorbereitet hat. Er sagt auch an anderer Stelle, es sind bloße Expositionen, also nur Darlegungen, aber noch keine Definitionen. Das ist die Frage. Ich bezweifle das. Ich glaube, Kant hat zumindest in der Kritik der praktischen Vernunft den Willen schon sehr genau definiert, nämlich als reine praktische Vernunft. Jedenfalls versucht er hier so ein bisschen Schutz zu halten. Und er kritisiert aber dennoch, dass Kant den Willen einerseits als Kausalität der Vernunft, ein Vermögen nach Prinzipien, also es gibt verschiedene Definitionen des Willens bei Kant, das stimmt sicherlich. Es heißt aber nicht, dass es dann ganz Verschiedenes bedeutet. Vielleicht hat hier Kant nur verschiedene Aspekte des Willens darlegen wollen. Jedenfalls kritisiert Reinhold, dass die nachkantischen Denker, seine Schüler oder Freunde, dass die diese Grundbestimmungen verfälscht haben und dadurch eben zu sehr kontraintuitiven Ergebnissen oder Paradoxen oder auch unhaltbaren Theorien kamen, wie eben der intelligible Fatalismus. Ja. Jetzt kommt ein wichtiges Zitat von Reinhold. Er sagt, der reine Wille, sowohl als der unreine, sind daher nichts anders als die beiden gleich möglichen Handlungsweisen des freien Willens. Beide zusammengenommen gehören zur Natur der Freiheit, die ohne die eine von beiden denkbar zu sein aufhört. Das reine Wollen ist nur darum frei, weil es Äußerung desjenigen Vermögens ist, von dem es abhängt, auch unrein zu wollen. Der schon reine Wille ist freilich an die durchs Gesetz bestimmte und der schon unreine an die durch Lust und Unlust gegen das Gesetz bestimmte Handlungsweise gebunden. Aber sowohl bei dem einen als dem anderen bindet die Person sich selbst an eine dieser Handlungsweisen, die ihr beide gleich möglich sind. Hier geht es jetzt um die Frage nach dem reinen oder unreinen Wollen, kurz gesagt auch nach dem guten und bösen Handeln. Reinhold betont gegen Schmid, dass es gleich mögliche Handlungsweisen, also Optionen, wie der Principle of Alternative Possibilities, PAP, sind, des freien Willens, der kann sich entscheiden für das eine oder das andere. Und wenn er nur eine Wahl hat, dann hört er auf, frei zu sein. Er braucht beide Optionen. Das reine Wollen ist nur deswegen frei, weil sich, wie auch dann das Unreine wollen, die Person daran bindet. Das heißt, die Person entscheidet am Ende,
wie sie will. Und das reine Wollen ist nicht freier als das unreine Wollen. Das ist für Reinhold ganz wichtig. Das klare, aber keineswegs durch deutliche Begriffe unterstützte Bewusstsein dieses durch sich selbst bestimmende Vermögens hat im Systeme der Äquilibristen, Äquilibristen sind auch Vertreter der Indifferenzfreiheit, also die von einem Gleichgewicht des Willens ausgehen, diejenige Spur des richtigen Begriffes von der Freiheit angegeben, die aus Mangel an bestimmten Begriffen von den übrigen Vermögen des Gemütes weder von ihnen selbst gehörig benutzt noch von ihren Gegnern verstanden wurde. Offenbar wollten sie durch die von ihnen behauptete Gleichgültigkeit des Willens gegen alle Beweggründe und durch das sogenannte Gleichgewicht, Equilibrium, in welchem sich der Wille in Rücksicht auf die Forderung sowohl der Vernunft als der Sinnlichkeit befände, nichts als die Unabhängigkeit der Selbstbestimmung von allen objektiven Gründen, die Willkürlichkeit des Vernunftgebrauchs bei den Maximen andeuten. Allein, da sie in ihrem unbestimmten Begriffe vom Willen keineswegs den Sinn anzugeben vermochten, in welchen die Selbstbestimmung beim Wollen von der Sinnlichkeit und der Vernunft unabhängig sind, so mussten sie eine solche Unabhängigkeit des Willens teils wirklich behaupten, teils zu behaupten scheinen, die wirklich nicht stattfindet, die anderen Tatsachen des Bewusstseins widerspricht. Ja, die sogar den Begriff des Willens selbst aufhebt. Also, er kritisiert jetzt hier eine Theorie, die Äquilibristen, das könnte man auch die Indifferenzfreiheit nennen, die gehen von einer Gleichgültigkeit des Willens gegen alle Beweggründe aus und sie haben deswegen einen unbestimmten Begriff vom Wille. Ja, und das ist natürlich nicht gut, weil sie den Begriff des Willens selbst aufheben. Der Wille ist nicht gleichgültig, sondern der Wille ist eben gerade entschieden. Der Wille ist, willkürlich, insofern er eben eine der Optionen auswählt. Und der Grund dieser Wahl, der kommt jetzt gleich zur Sprache. Jetzt kann man sich nämlich fragen, ja, aber warum wählt jetzt der Wille einmal so, einmal so? Ja, es muss da einen Grund geben. Und jetzt sagt Reinhold hier Folgendes. Durch die praktische Vernunft bestimmt die Person selbst, aber unwillkürlich, dem Willen sein Gesetz. Durch die Selbsttätigkeit der Willkür hingegen handelt sie diesem Gesetze gemäß oder zuwider. Diese ist der einzige subjektive und durch sie selbst bestimmende Grund. Jene, die praktische Vernunft, gehört zugleich mit den Forderungen des Triebes nach Vergnügen zu den objektiven und an sich selbst bloß veranlassenden Gründen des Falls. Es kann daher nicht ohne Ungereimtheit nach dem objektiven, außer der Freiheit des Subjekts gelegenen Grunde der freien und eigentümlichen Handlung des Willens gefragt werden. Diese Frage würde ebenso viel heißen als, worin liegt der objektive Grund, durch welches das Vermögen von objektiven Gründen unabhängig zu handeln bestimmt wird. Es lässt sich kein objektiver Grund des Wollens denken, der nicht diesen Rang der Freiheit zu danken hätte. Die freie Handlung ist darum nichts weniger als grundlos. Ihr Grund ist die Freiheit selbst. Aber diese ist auch der letzte denkbare Grund jener Handlung. Sie ist die absolute, die erste Ursache ihrer Handlung, über welche sich nicht weiter hinausgehen lässt, weil sie wirklich von keiner anderen abhängt. Fragen, warum der freie Wille sich auf diese oder jene Art bestimmt habe, heißt fragen, warum ist er frei? Voraussetzen, er bedürfe eines von ihm selbst verschiedenen Grundes, heißt ihm seine Freiheit abzusprechen. Reinhold gibt jetzt hier eine Antwort auf die Thematik des letzten Zitats, des Indifferentismus. Woher nimmt der Wille jetzt seine Bestimmtheit? Und er sagt, die Willkür ist die Selbsttätigkeit des Willens, das ist ein durch sich selbst bestimmender Grund. Also es gibt gar keinen objektiven Grund, sondern es ist immer ein subjektiver Grund. Und er sagt jetzt hier etwas Missverständliches, die freie Handlung ist darum nichts weniger als grundlos. Damit meint er jetzt nicht, dass es keine Gründe gibt für die Handlung, sondern es gibt keinen Grund außerhalb der Freiheit. Also es gibt nichts, was der freien Handlung als etwas, was außer ihr liegt, zugrunde liegt. Deswegen sagt er gleich danach, der Grund der Freiheit ist die Freiheit selbst, sein Selbstgrund. Sie, die Freiheit, ist die absolute erste Ursache ihrer Handlung. Also sie hängt von keinem Grund ab,
außer von ihr selbst. Ja, also voraussetzen, es bedürfte eines von ihm selbst, verschiedenen Grundes, heißt ihm dem Willen, seine Freiheit abzusprechen. Also Freiheit ist Selbstgrund, der Grund in sich selbst haben. So bestimmt er jetzt die Freiheit. Ein Zitat zur Willkür. Man hat gegen diesen Begriff der Freiheit das logische Gesetz des zureichenden Grundes aufgerufen, dem derselbe geradezu widersprechen sollte. Allein der Begriff der Freiheit widerspricht diesem Gesetze nicht mehr und nicht weniger als demselben der Begriff einer absoluten und ersten Ursache, welche sich jene Gegner der Freiheit bei anderen Gelegenheiten wohl gar denken können, widerspricht. Das logische Gesetz fordert keineswegs für alles, was da ist, eine von diesem Dasein verschiedene Ursache. Sonst würde das Dasein Gottes, ja selbst jedes Dasein von Ewigkeit durch jenes Gesetz unmöglich sein, sondern es fordert, dass nichts ohne Grund gedacht wird. Die Vernunft hat aber einen sehr reellen Grund, die Freiheit als eine absolute Ursache zu denken, nämlich das Selbstbewusstsein, durch welches sich die Handlung dieses Vermögens als eine Tatsache ankündigt und den gemeinen und gesunden Verstand berechtigt, von ihrer Wirklichkeit auf ihre Möglichkeit zu schließen. Jetzt kommt hier wieder dieses Problem ins Spiel, was im Ausgang von Leibniz der Satz des zureichenden Grundes ist. Wenn die Freiheit jetzt keinen Grund hat, außer ihr, dann widerspricht sie doch, antizipiert jetzt Reinhold den Einwand, dass sie dem Satz des zureichenden Grundes zuwider ist. Jetzt sagt hier Reinhold, wir sehen aber in anderen Gelegenheiten, anderen Zusammenhängen, dass zum Beispiel das Dasein Gottes, Gott wird ja auch als ein Selbstgrund verstanden, dass es hier offensichtlich akzeptiert wird von vielen Denkern. Und ein weiterer Punkt ist, dass jetzt Reinhold sagt, dass es hier gar nicht so sehr um das Ontologische geht, als vielmehr um das Denken. Ja, sondern es fordert, dass nichts ohne Grund gedacht werde. Das fordert das logische Gesetz nach Reinhold, nur das Denken. Und dann hätte man ja einen Grund da, nämlich den Selbstgrund der Freiheit. Jedenfalls sagt er hier weiter, die Freiheit als ein absolutes Denken, nämlich das Selbstbewusstsein, das ist auch noch ein wichtiger Grund. Also er versucht jetzt hier diesem Einwand zu entgehen, der auch in der ganzen Debatte immer wieder im Spiel war. So, zum Schluss noch ein Zitat über das Grundvermögen der Freiheit. Dabei muss es auch die Philosophie in der Vernunft bewenden lassen, durch genaue Entwicklung der verschiedenen beim Wollen beschäftigten Vermögen des Gemütes zwar völlig begreift, dass der Wille frei ist, aber nicht, wie diese Freiheit möglich ist. Sie begreift aber auch selbst durch diese Entwicklung, warum sich dieses Wie nicht begreifen lässt. Es ergibt sich nämlich aus derselben, dass das Vermögen der Maximen oder der willkürlichen Vorschriften ein von der praktischen Vernunft sowohl als von dem sinnlichen und durch theoretische Vernunft modifizierten unwillkürlichen Bewegungsvermögen ganz verschiedenes, mit beiden zwar im Zusammenhang sich äußerndes, aber in Rücksicht auf seine eigentümliche Form von beiden unabhängiges Vermögen des Gemütes ein Grundvermögen sei. Das Vermögen der Maxime, also die Freiheit, ist ein Grundvermögen, das sich als ein solches von keinem anderen Vermögen ableiten und daher auch aus keinem anderen begreifen und erklären lässt. Die Freiheit des Willens ist daher um nichts unbegreiflicher als jedes andere Grundvermögen des Gemütes, als die Sinnlichkeit, der Verstand und die Vernunft, die sich beim Bewusstsein nur durch ihre Wirkungen offenbaren, in ihren Gründen aber insofern unbegreiflich sind, als sie selbst den letzten angeblichen Grund ihrer Wirkungsarten in sich enthalten. Hier ist ein bekanntes Zitat, ganz prominent, Reinhold bestimmt Freiheit, das Vermögen der Maximen, also die Freiheit ist ein Grundvermögen. Ja, ein Grundvermögen, sie erhält den Grund in sich selbst.
So kann man es verstehen. Grundvermögen lässt sich ganz verschieden verstehen. Ich habe dafür argumentiert, dass ein Vermögen der Gründe ist, also dass es darum geht, in der Freiheit Gründe abzuwägen, die natürlich aus einem selbst stammen. Das ist auch noch ein wichtiges Zitat. Und jetzt nähern wir uns dem Ende. Ich will noch ein Zitat bringen über die Willkür. Die Person kann sich nur insofern zur wirklichen Befriedigung oder Nichtbefriedigung der Forderung des eigennützigen Triebes durch sich selbst bestimmen. Sie hat nur insofern einen Willen, als sie durch den eigennützigen Trieb von den Forderungen des uneigennützigen Trieb von den Forderungen des Eigennützigen und durch Willkür von den Forderungen beider unabhängig ist. Dieser zweifachen Unabhängigkeit besteht die negative und in der Willkür oder dem Vermögen, sich für eine der beiden Forderungen selbst zu bestimmen, die positive Freiheit des Willens, die sich eben darum nie ohne die Ankündigung beider Forderungen im Bewusstsein und folglich nie ohne Selbstbestimmung für oder gegen das praktische Gesetz oder ohne Moralität denken lässt. Eigentliche Willkür, Willkür im strengsten Sinne, findet, wie schon der Name andeutet, nie außer der Willenshandlung, die sich in ihre Handlungsweise selbst wählt, erkürt, statt. Also, ja, er sagt jetzt hier, die Person befriedigt einen Trieb oder sie befriedigt ihn nicht, das hatten wir schon gesehen davor. Und jetzt sagt er, es gibt den uneigennützigen Trieb oder den eigennützigen Trieb. Der uneigennützige Trieb, der ist das Sittengesetz, kantisch gesprochen. Der eigennützige Trieb ist der Eigendünkel oder Egoismus. Wir haben immer die Wahl zwischen beiden Trieben, First Order Desires. In der zweifachen Unabhängigkeit, also die Willkür oder die freie Person, muss sich nicht für das eine oder andere entscheiden. Sie hat eine negative Freiheit, Freiheit von. Und sie hat aber auch eine positive Freiheit, nämlich sie kann sich dafür entscheiden, weil sie davon frei ist, im negativen Sinne. Und hier bestimmt er nochmal die Willkür. Willkür ist das Wählen, das Selbstwählen, das Erküren. Sie kennen die Kür, Sie kennen auch das englische Wort to choose, das hängt alles damit zusammen. Es ist die Wahl des Willens, die Wahl, genauer gesagt, des Triebes, von dem wir uns konfrontiert sehen. Ja, so viel zu Reinholds sehr interessanter Freiheitstheorie, die im Kontext dieser Debatte hervorsticht und auch viele andere Theorien beeinflusst hat. Ich wünsche meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles Gute und freue mich, Sie virtuell in der nächsten Sitzung wieder zu sehen.